Seit dem 11. März ist Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu von der Bildfläche verschwunden. Nun hat sich der Kreml geäußert. Auf einmal verschwand Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Dabei war er in der Vergangenheit alles andere als scheu. Eigentlich war er in russischen Öffentlichkeit normalerweise äußerst präsent. Doch mitten im Krieg gegen die Ukraine schien er plötzlich spurlos verschwunden. Über seinen Verbleib wurde spekuliert. Putin sei unzufrieden mit ihm gewesen und habe ihn beiseite geschafft. Auch mögliche Herzprobleme wurden vermutet. Seltsamer Auftritt im TV. Nun hat sich der Kreml dazu geäußert und erklärt, was es mit dem Verschwinden von Shoigu auf sich hat. Der Verteidigungsminister hat im Moment viel zu tun, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Es sei nicht die Zeit für Medienauftritte. Das ist durchaus verständlich. Spekulationen sollte niemand irgendeinen Glauben schenken, sagte Peskow. Er riet Journalisten, bitte wenden Sie sich an das Verteidigungsministerium. Offenbar reichte das dem Kreml nicht. Und so tauchte Shoigu jetzt für ein paar Sekunden im Fernsehen auf, und zwar als Teilnehmer der Regierungssitzung. Allerdings schien es Probleme mit dem Bild gegeben zu haben. Seit 2 Wochen verschwunden, zeigt Putin hier Archivvideo von Verteidigungsminister? Shoigu berichtete an Putin. Werbung. Seit einem Monat dauert Russlands Krieg gegen das Nachbarland Ukraine bereits an. Täglich berichtet der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenke, über Einsätze der russischen Truppen in der Ukraine. Auch Präsident Wladimir Putin meldet sich regelmäßig zu Wort. Er traf sich am Donnerstag mit den Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrats. Peskow zufolge berichtete Shoigu dabei über den Fortschritt der militärischen Spezialoperation, so wird der Krieg in der Ukraine in Russland bezeichnet.